und hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video der Thermimaus. Heute möchte ich gerne mit euch Kürbissuppe machen. Und zwar habe ich sie genannt Kürbissuppe mit Pep. Denn ich möchte darin Aiwar verwenden. Aiwar ist diese rote, scharfe Paste. Die habe ich mir nämlich letztens extra gekauft für das Malzbiergulasch, was ich gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann die jetzt einfach in der Kürbissuppe verwerten, weil wir halt gerne würzig essen. Wir schauen mal, ob es was wird. Also legen wir jetzt erstmal los. Ich habe hier zwei Zwiebeln. 170 Gramm. Die werden wir jetzt erstmal zerkleinern. Prostetücke! Und zwar 3 Sekunden. Stufe 5. Mit dem Spatel runterschieben. Öl einwiegen. Ja. Und jetzt 3 Minuten Varoma Stufe 1 andünsten. Das wäre das. Jetzt geben wir dazu 850 Gramm Hokkaido-Kürbis. Den hatte ich von meinen Eltern geschenkt bekommen, habe vorgestern Kürbisbrötchen und einen Kürbiszopf gemacht und heute möchte ich halt den Rest verwerten. Das waren jetzt nur 850 Gramm für die Suppe. Deckel drauf. Und jetzt zerkleinern wir das Ganze, damit es halt auch schneller gar ist. Und zwar, ich nehme jetzt mal 8 Sekunden, Stufe 6 und schaue dann mal, wie klein es ist. Ja, reicht. Der Topf ist jetzt schon sehr voll. Wasser. Gemüsebrühe, 2 Teelöffel. 1 Teelöffel Curry, hier ist jetzt noch so ein Rest drin, zack. Und einen guten Teelöffel Aiwar. Ob das von der Würze her passt, schauen wir nachher. Weil so habe ich es auch noch nie gemacht. Das Ganze kochen wir jetzt 16 Minuten, 100 Grad auf Stufe 1 und dann sehen wir uns gleich wieder. Sind rum. Bevor wir das Ganze jetzt pürieren, möchte ich erstmal probieren, wie das so mit der Würze ist. Mit dem Aiwar gehe ich da immer ganz vorsichtig ran, besser nachgeben als zu scharf. Ja, da darf auf jeden Fall noch was rein. Erstmal geben wir jetzt einen Teelöffel Salz dazu.
Den hatte ich gerade vergessen. Und ich gebe noch einen Teelöffel Eiweiß dazu. Einen gut gehäuften. So. Damit wir die Suppe so ein bisschen cremig bekommen, kann man jetzt natürlich Schmelzkäse dazu geben. Habe ich mal wieder nicht zu Hause. Aber man kann auch Scheibletten nehmen. Also habe ich hier 5 Scheibletten genommen. Und die geben wir jetzt einfach dazu. Ach, jetzt kleben die auch schon wieder. Also, 5 Scheibletten. Und jetzt wird es püriert. Und zwar 20 Sekunden Stufe, was habe ich hier aufgeschrieben? 8. Ich mache mal 6. So, und jetzt wird nochmal probiert. Ich zeige euch mal die Konsistenz der Suppe. Ich war am Anfang mit der Flüssigkeit ein bisschen vorsichtig, weil ich mag Suppen nicht, wenn sie zu dünn sind. Und diese Konsistenz finde ich genau richtig. Schaut mal. Schön cremig und nicht zu dünn. Und jetzt kommt die Geschmacksprobe. Also ich bin wirklich niemand, der heiß essen kann. Deswegen dauern die Geschmacksproben bei mir auch immer so lange. Manchmal lasse ich sie auch ganz weg, damit ihr nicht so lange warten müsst. Die Würze von dem Eiweiß kommt durch, ist aber nicht zu scharf. Also 2 gut gehäufte Teelöffel sind meiner Meinung nach hundertprozentig. Jetzt hat man so ein bisschen würzigen Nachgeschmack, aber wie gesagt, beim Essen halt nicht zu scharf. Ich finde es genau richtig so. Probiert es aus, geht vorsichtig erstmal an die Sache ran. Nachwürzen kann man immer, auch mit der Flüssigkeit. Vielleicht habt ihr nur anstatt 850 Gramm 600 Gramm Kürbis. Dann nehmt ihr halt 100 Gramm Flüssigkeit weniger. Nachgeben kann man immer. Wie gesagt, ich habe jetzt Scheibletten genommen. Ihr könnt auch 100 Gramm Frischkäse nehmen bzw. Schmelzkäse. Das ist euch selbst überlassen. Probiert das Ganze mal aus. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch und würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wenn ihr die Suppe probiert habt, wie sie euch denn gefallen hat. Auf meiner Facebook-Seite Thermi Maus aus Friesland könnt ihr natürlich auch sehen, was ich so fabriziere mit dem Thermomix. So, Schluss mit lustig, Schluss mit reden. Viel Spaß beim Nachmachen. Liebe Grüße, eure Thermi Maus. Tschüss!